Wir sind am Neumarkt in Köln und ihr ahnt es schon, wenn ich hier meine rückwärts laufende Uhr dabei habe. Wo geht's dann hin? Zur Bahn, also zur Dampflok. Wer das noch nicht kennt, hinter uns die schöne 4711 Werbung. Das ist immer wieder, wenn man nach Köln kommt, erstaunlich, dass es im Jahr 2021 noch diese tolle Werbung gibt. Ich hoffe, sie bleibt noch sehr lange da. Ne? Die Ines ist kein echt Kölnisch Wasser-Fan. Du bist eher Fan vom Produkt von Nina. Ne? Ich habe nicht aufgepasst. Worum geht's? Das ist mein Lieblingszug, Ines. Wir kommen dann in der City. Also der nicht. Warum nicht? Ich finde es so klapprig. Klapprig? Also, ja, nur weil er ein paar Graffitis drauf hat. Gerne. Magst du diese doppelstöckigen ICs? Doch, mittlerweile mag ich sie auch, ja? Selbst ich weiß, dass man die Sitze da verstellen kann. Doch. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an der Tür und bei der Abfahrt des Zuges. Ich sehe. Sehr schön. Toll. Weißt du, welche ICE das ist, Häschen? Eins, zwei oder drei? Ich habe mir die Nase nicht so angeguckt, deswegen weiß ich leider nicht. Warum kommst du eigentlich so tapfer immer mit, Ines, zum Weil mir das auch Spaß macht. Ich finde das schön, immer unterwegs zu sein, neue Sachen zu sehen. Aber die Dampflok hast du ja schon gesehen. Es gibt auch trotzdem immer wieder neue Sachen zu sehen. Also das letzte Mal haben wir ja auch ganz viele Tiere gesehen. Hast du ganz viele Sachen nicht gesehen, die ich dir zeigen wollte. Zum Beispiel die Rebhühner. Wir haben einen Storch gesehen. Also ich habe einen Storch gesehen, den du nicht gesehen hast. Fischreiher. Ganz viele Insekten. Ich gucke mir in der Zwischenzeit die Dampflok an. Drei Hornissen. Geht vor die Tür. Es ist gut. Egal warum, jeder sieht doch was anderes. Ne? Guck mal, wie schön die Sonnenstrahlen hier ins Bild fallen. Das ist voll gut, ne? Du hast ein bisschen erregt. Sehr schön. Bist du schon aufgeregt, jetzt wieder mit der Dampflok zu fahren? Nein, aber ich weiß, dass du auch aufgeregt bist dann. Hier ist das schon ganz rustikal gemacht, so mit so Holzbalken hier im Hintergrund, damit es direkt schon ein bisschen urtümlich wirkt. Denn es ist ja ein 50-jähriges Jubiläum der Selfkantbahn. Das haben wir noch gar nicht verraten. Vieles ist hier so ein bisschen witzig dekoriert, zum Beispiel hier. Aufklebern. Ne? So ganz leicht ist es nicht, hier wegzukommen. Aber die Ines hat mit Ausdauer und Geheimtricks, hast du es geschafft? Ja, muss ich ja immer. Muss ich auf Tour ja auch machen. Wenn wir da in den kleinsten Dörfchen unterwegs sind, muss man ja auch noch irgendwie immer zurückkommen. Nicht, dass Geilenkirchen ein kleines Dorf wäre. Nein, nein, hier ist eine riesige Busbahnhofslandschaft, wie man sie sich nur wünschen kann. Ne? So ist es nicht. Nein, aber ich meine, die Herausforderungen für mich sind manchmal schon größer, weil wir auch in kleinen Dörfchen sind. Nicht unbedingt, also hier, das war noch einfach. Ja. Jetzt geht es vergleichsweise. Also ich fand es schon eher schwierig, aber es ist schön, dass du so dass du optimistisch siehst. Und jetzt geht es nach Schierwaldenrath. Ja. Hinter uns wird schon kräftig gefeiert. Keine Ahnung, was da los ist. Die feiern wahrscheinlich, dass die Lok gerade ankommt. Eine sehr schöne Lok übrigens, eine rote kleine Lok. Sehr geschmackvoll. Ich weiß jetzt nicht, ob die Begrüßung uns oder der Lok oder jemand anderem gilt. Wir gehen jetzt erstmal. Wir können auch da rüber. Wieso? Ja, wir wollen doch zu den Bütchen ja, da vorne. Wir können auch da rüber. Ja. Hier sind schon ganz feierlich die 50 Jahre Ballon prangt hier an der Bank. Das ist schon nicht schlecht, ne? Ja. Nicht schlecht. Heißt Deko. Aber auch die Lok ist geschmückt. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Hier ist die feierlich geschmückte Lok. Kann man hier sehen. Sehr, sehr hübsch mit Blümchen, Also richtig toll. Äußerst schick. Man kann auch Hello
Halloween hier hinfahren, Häschen? Würdest du gerne Halloween hier hinfahren? Ja, nur mit Kostüm. Oh ja, das machen wir. Aber falls wir da sind, ich weiß nicht, ob wir da sind, aber wenn ja, machen wir das. Die Party geht so langsam los, ne? Und du bist die Schwester des Zugführers. Lokführer. Ah ja, der Zugführer ist der bei der Deutschen Bundesbahn. Mit dem roten Riemen. Genau. Und dein Bruder ist ein richtiger Schrauber und Öler und Heizer. Genau. Ja. Wie fühlt sich jetzt 50 Jahre Selbstkantbahn? Gut. Wenn der Abend heute Abend gelaufen ist, dann geht es mir besser, weil die ganze Organisation hängt im Moment, also liegt auf meinen Schultern. Ich hoffe, es läuft alles. Klappt alles. Wie lange habt ihr denn rumgetüftelt, was ihr macht wegen Corona und dies und das? Ja, so ein paar Wochen schon. Und diese Woche war halt so die Highlight-Woche. Ne? Ja. Was passiert noch? Also es gibt eine Fahrt. Genau, wir fahren jetzt gleich mit dem Zug nach Gilrath und wieder zurück. Und dann gibt es hier oben dann lecker Essen. Ah, hier in Schierwaldenrath. Genau. Warum kannte die Fahrerin vom Bahnhof nach hier, warum kannte die Selbstkantbahn nicht? Sind nicht alle Kinder, ist nicht jedes Kind hier in der Region schon mal mit dem Zug gefahren? Das kann gut sein, dass uns einige nicht kennen. Ach wirklich? Ja. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja, das gibt es. Aber warum? Das ist doch die beste Freizeit. Ich kann es nicht erklären. Also ist sie auch zugezogen. Das kann ach so, auch zugezogen, sagen, ja. Also, liebe Kinder und Jugendliche, fahrt mal bitte mit der Selbstkantbahn. Was kostet eine Fahrt? So sonntags mit der Familie? Da habt ihr mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. 10 Euro ich glaube, oder so 8 vielleicht. Euro ja, so. Für die Erwachsenen und 4 Euro für die Kinder. Hin und zurück. Warum wissen wir das nicht? Weil ich natürlich eine Jahresmitgliedschaft habe und du eine Lebensmitgliedschaft. Genau. Wer schon mal hier unterwegs war, der weiß, dass es hier verschiedene Klassen gibt. Ich komme sofort, Häschen. Wir gehen nochmal schnell durch die Züge. Es gibt nämlich jetzt eine Ansprache. Ich wollte euch nochmal zeigen, hier gibt es verschiedene Klassen. Erste, zweite, dritte. Und dann gibt es nicht nur die Holzklasse, die legendäre, direkt neben dem Konduktorhäuschen hier, sondern das ist auch echt dann die, weiß ich nicht, der Wagen, wo es überhaupt nichts mehr drin gibt. Aber jetzt müssen wir schnell zur Ansprache. Gut, dann sage ich einfach nur viel Spaß, lasst euch schmecken und anstoßen und eine gute Fahrt mit dem Sonderzug. Vielen Dank. Lok angehangen. Ach so. Beziehungsweise vorne dran gemacht. Rechtzeitig vor der Überflutung.
since it is the 50th anniversary, there will be a show coming off the train into a station which doesn't exist. So this is just for the tourists and the people who celebrate here. Also something special, probably. Während Ines von einer Drohne fasziniert ist, die hier irgendwo im Himmel rumgeistert. Ja, kommt, ich erwarte immer darauf, dass irgendwann mal Greifvögel die angreifen. Genau, kommt jetzt dazu. Jetzt müssen wir laufen. Ist egal, ne? Ja. Jetzt gibt es eine sensationelle Schaueinfahrt mit dem geblühten Zug hier. Damit man das einfach mal schön sehen kann, wie er schön einfährt im Sonnenuntergang. Also wenn ihr Mitglied werden wollt hier im Verein, könnt ihr euch so eine Karte drucken lassen. Das ist eine Jahreskarte, sieht sehr geil aus. Auf originaler echter Pappe. Ist schon cool, ne? Die Maschine ist cool, ne? Hast du gesehen, ne?
gerade pünktlich. Wir sind rechtzeitig angekommen. Alles gut. Und wenn ihr nochmal genau hinguckt, für die es noch gesehen haben, der Sekundenzeiger läuft rückwärts, weil es eine Eisenbahnuhr ist. Faszinierend. Hier ist ein weiterer Ehrengast zu Besuch, der Schmetterling. Sehr, sehr schön. Hallo. Schmetterling, du kleines Ding. Ja? Cool. Der ist schon mitgefahren. Der ist schon mitgefahren. Das ist der Jubiläumsschmetterling. Sehr, sehr gut. Das ist der gechillte Jubiläumsschmetterling, der schon mitgefahren ist, ja, habt ihr gerade gesagt. Und der müsste als Muster eigentlich eine 50 drauf haben. Der müsste eine 50 drauf haben, ja stimmt. Das wäre das richtige Muster. Dann müsste es doch richtig klar. Jenes, du hast wieder ein Tier gezähmt. Ja. Den kleinen Schmetterling. Das hast du aber gut gemacht. Schmetterlingsflüsterin. Wie hast du das gemacht? Was ist dein Geheimnis? Bei Schmetterlingen muss man einfach nur vorsichtig sein. Genau, die klettern eigentlich drauf. Die haben nicht so eine Angst. Ne? Ja. Ja. Wunderschön. Sonnenlicht hier. Nice. So, das war's. Eine ganz tolle Sache. Wirklich haben die Leute von der Self-Kartbahn richtig super gemacht. Da hinten ist noch ein bisschen ein kleines geselliges Beisammensein. Ist ja klar, wir sind ja schließlich im Rheinland. Hier ist die Wasserleitung. Hast du noch Durst, Häschen? Dann kannst du wieder Wasser holen. Noch eine Runde fahren, meinst du? Nochmal auftanken und wieder los. Ja, das war schön, ne? Ich find's auch schön, ja. Die Ines ist ganz, ganz tapfer. Jetzt müssen wir nochmal zurückfahren. Liebe Lebenspartner und Innen da draußen, wenn ihr auch einen Freund oder eine Freundin mit kauzigem Hobby habt, einfach mitmachen, oder? Tragen. Hast du was gelernt heute? Irgendwas? Oder was gesehen? Du hast ja letztes Mal Hornissen gesehen. Was hast du diesmal gesehen? Ah, ich fand es mal ganz schön, mit in der Lok mitzufahren. Das fand ich ganz interessant. Oh mein Gott. Vor allen Dingen habe ich gelernt, wie heiß das da drin ist. Also da könnte ich nicht arbeiten. Es ist mega krass. Nee, da könntest du nicht arbeiten. Also im Winter ist ja kuschelig, da so wie so vom Lagerfeuer zu sitzen. Bin ich nicht sicher. Im Winter ist es vielleicht auch scheiße, weil dir die eisige Luft um die Ohren pfeift. Ja, aber dann kannst du dich wärmen am Ofen. Aber so bei, also heute war es ja nicht besonders warm, aber stell mal 30 Grad vor und dann stehst du da am Ofen. Also bist du gut durchgebracht. Also wenn ich draußen früher war und vorne war Feuer und hinten war kalt, da war eigentlich auch immer scheiße. Dann bist du vorne geröstet worden und hinten hast du gefroren. Ja, das ist okay. Aber Post dir drunter, was schlimm war, ist Hitze. Hitze und Feuer. Postet eure Erfahrungen hier drunter. Tschö. Tschö.